Gestern habe ich gelernt, dass Demokratie ein Metathema ist und man es deshalb aktivistisch den Leuten nahebringen muss, zum Beispiel mit einer roten Nase. Technologie ist auch ein Metathema, also ich hätte vielleicht zwei rote Nasen mitbringen sollen. Wenn ich durch eine Stadt schlendere, manchmal ist es eine bekannte, manchmal eine unbekannte, dann höre ich manchmal gerne zu, wenn da so eine Gruppe von Touristen stehen und höre zu, was der Touristenführer oder die Touristenführerin zu sagen hat. Und in gewisser Weise habe ich das so aufgebaut. Sie können sich das anhören und auch dahin gucken, wo ich hingucke. Sie können auch Teile überspringen. Es ist auch verschiedene Gebäude, verschiedene Straßen, verschiedene Aspekte. Vielleicht findet ja manches einen Widerklang bei Ihnen. Ich fange an mit dem Wort Technik. Rhea, griechisch, Techne. Das war das Werkzeug, was einem bestimmten Zweck entsprechen sollte. Also zielgerichtet. Und insofern, wenn man zurückgeht zu dieser alten Bedeutung des Wortes Technik, dann kommt es, weiß Gott, nicht darauf an, ob etwas kompliziert ist, ob etwas ganz teure Apparaturen braucht und eine unendlich lange Ausbildungszeit, sondern ob es ein geeignetes Mittel für bestimmte Ziele und Zwecke ist. Also ist die Frage nach einer guten Technik, hat drei Aufgaben. Die erste ist, sich über Ziele und Zwecke zu unterhalten. Was wollen wir, was will ich, was willst du? Ist das im Konflikt? Können wir beide das machen, was wir wollen, ohne dem anderen auf die Zehen zu treten? Müssen wir uns einigen? Ist das schwierig? Ist das leicht? Gibt es große Grundkonsense? Dieser Diskurs ist ein demokratischer, ein politischer Diskurs, den man nicht wegen jeder neuen Technik total neu anfangen muss. Der muss eigentlich durchgängig sein. Was wollen wir? Ziele und Zwecke. Und dann natürlich Zuhörfähigkeit. Das gehört ganz sicher dazu. Die zweite Aufgabe ist das, die enge Aufgabe, das sind die Ingenieure, die Werkzeugmacher, die Chemiker, die Mittel herstellen. Und die dritte ist nachschauen, dauernd nachschauen, ob es passt, ob diese Mittel zu diesen Zielen und Zwecken passen. Das nennt man dann Technikfolgenabschätzung, Technikbewertung. Ob die Zwecke der Nutzer wirklich erfüllt werden, ob Zielvielfalt möglich ist, ob Entscheidungsfreiheit verletzt wird, all diese Fragen. Und wenn man heute über Technik redet, dann wird häufig nur über diese Atomenergie ja oder nein, Gentechnik ja oder nein, Fracking ja oder nein. Und es wird nicht mehr darüber geredet, was für eine Landwirtschaft wollen wir, wie wollen wir mit unseren Freunden essen, sondern Gentechnik in der Landwirtschaft, ja oder nein. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die Zieldiskussion vernachlässigt, entpolitisiert, die ganz wenig Technikfolgenabschätzung haben. Und wenn man das in bestimmten Bereichen durchspielt, dann ist die Herstellung einer Technik vielleicht 2% der wissenschaftlichen Aufgabe. Die Kontextualisierung dieser Technik in die verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhänge und Akteure, dann auch noch bis von lokal bis weltweit hoffentlich, das sind dann 98%. Das wird vernachlässigt. Sondern wenn man heute Technologiediskurs macht, dann sagt man, wir haben diese Technik, als würde die aus dem Nichts entstanden sein und nicht durch Subventionen, Forschungspolitik etc. Und Vogel friss oder stirbt.
Und das heißt, ich rede, im Titel steht, ich rede über Nutzung von Technologie und Demokratie. Das werde ich nicht tun. Ich werde es nicht auf den Nutzungsteil einschränken. Alle drei Teile sind eminent politisch und gehören der demokratischen Kontrolle unterworfen. Die Zieldiskussion und die Technikfolgenabschätzung sind die Stiefkinder. Deswegen müssen die von uns besondere Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt, sobald es aber an Technologie geht, sagt man, oh, das ist komplex. Wenn die Vokabel komplex fällt, als Biologin weiß ich das zu schätzen, Komplexität von Ökosystemen. Da weiß jeder Elefant und jede Ameise selbstverständlich, was sie zu tun haben. Und hör nicht auf zu handeln, bloß weil man sagt, du lebst in einem komplexen Ökosystem. Oder eine Familie ist extrem komplex. Trotzdem hören wir nicht auf, miteinander umzugehen. Bei der Technologie aber taucht das Wort komplex auf als, nein, nein, geh, fass es nicht an, das ist zu schwierig für dir. Und sie verwechseln komplex und kompliziert. Kompliziert kann es schon sein. Komplex, wenn es nicht eingeordnet ist in die Kreisläufe und Rückmeldungen, ist es nicht mal komplex, sondern nur kompliziert. Also lassen Sie sich dadurch nicht abschrecken, dass jemand sagt, es ist ein komplexes Problem. Bürger, haltet euch raus. Das gleiche gilt übrigens im Wirtschaftssektor auch. Das ist auch so unglaublich komplex. Was wir zusätzlich wissen müssen, ist, dass Wissenschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg auftrat als ideologieresistent und unabhängig, die ja auch über die Pugwash-Konferenz Friedensbrücken zwischen Ost und West schlagen konnten, diese Wissenschaft und dieses Konzept, das hat wirklich sich verändert. Wissenschaft hat massiv ihren Charakter verändert. Man erinnert sich an die kritische Funktion der Wissenschaft im Sinne der Aufklärung, ihre Unabhängigkeit durch öffentliche Universitäten, die durch öffentliche Mittel aufrechterhalten wird. All das stimmt so nicht mehr. Als ich Biologie studiert habe, wenn da jemand sagte, oh, der geht in die Wirtschaft, dann sagte man, naja, der war sowieso nicht so gut. Und der hat ein Patent beantragt. Naja, ich meine, in der freien Publikationslandschaft hätte der sich sowieso nicht halten können. Heutzutage kann in den Bereichen Biochemie, Chemie und anderen mehr fast niemand mehr eine Professur bekommen, der nicht Patente mitbringt. Und Wissenschaft, die Universitäten und die Technologieentwicklung eines Landes ergeben einen komparativen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt. Plötzlich ist in der Politik, hat die Wissenschaft eine Funktion als komparativen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt. Verliert also die kritische Funktion. Das macht es uns schwerer. Und Sie wissen genau, sehr viele Forschungsprojekte kommen überhaupt nur zu Gange, wenn sie Drittmittel einwerben können. Drittmittel im Zweifelsfall von den Konzernen. Und in den USA ist es so, dass die öffentliche Forschung direkt in wirtschaftliche Unternehmen eingespannt wird. Das hat der Kongress und das Repräsentantenhaus beschlossen im Bay-Doyle Act. Lohnt sich das durchzulesen, um zu sehen, was so die Perspektive ist, wogegen man sich wehren sollte. Jetzt komme ich zu dem Begriff wissenschaftliche Prognose. Und die hat ja in gewisser Weise einen Respekt verdient. Und da ich das mal mir große Mühe gegeben habe, das sauber aufzuschreiben, lese ich den Teil jetzt einfach vor.
Prognosen sind Versuche, aus der Analyse vergangener Ereignisse Gesetzmäßigkeiten zu gewinnen und damit unter genau festgelegten äußeren Rahmenbedingungen Aussagen über zukünftige Ereignisse zu ermöglichen. Diese Aussagen haben den Charakter von Erwartungswahrscheinlichkeiten. Das heißt, in gewisser Weise, in diesem engen Sinne von Prognose, erhöht das schon unsere Sicherheit, wenn man ein bisschen mehr weiß. Aber erstens, Prognosen legen ihre Grundannahmen und Voraussetzungen klar auf den Tisch. Das heißt in der Praxis, dass der größte Teil der wissenschaftlichen Anstrengungen im Labor in das künstliche Konstanthalten und Stabilhalten vieler äußerer Bedingungen hineingeht, damit einfache Verknüpfungen zwischen Ursache und Wirkung, was man noch leicht rechnen kann, entstehen. Zweitens, auch die theoretische Ableitung der Gesetzmäßigkeit muss in den Veröffentlichungen klar und nachvollziehbar dargelegt werden. Also diskursiv, transparent. Die Entstehung und das Ergebnis wissenschaftlicher Prognosen müssen also überprüfbar sein. Die große Attraktivität und der große Erfolg und auch Respekt, das Ansehen der wissenschaftlichen Methodik liegt an strenger Bescheidenheit, an der Logik der Begrenzung und an der Kommunizierbarkeit. Sie kristallisieren sich im klassischen Prinzip Versuch und Irrtum. Die anderen sollen es nachvollziehen. Die Verbindung zwischen dieser idealisierten, undogmatischen und aufgeklärten Wissenschaft einerseits und der Demokratie andererseits hieße dann, jeder kann versuchen, jeder kann irren und jeder kann lernen. Aus dieser idealen Konstellation gehen wir aber heraus, indem wir Großtechnologien entwickeln, wo einige wenige die Risiken, die Versuche für die ganze Menschheit unter Umständen machen, die Irrtümer der Allgemeinheit angelastet werden und das Lernen unter Umständen gar nicht mehr stattfinden kann. Bei hochdynamischen, sehr komplexen und langfristigen Fragestellungen ist der Streit innerhalb der Wissenschaft um den sinnvollen Zuschnitt des Versuchsrahmens besonders heftig. Hochdynamisch ist die Technologieentwicklung, hochkomplex sind die Ökosysteme, langfristig ist zum Beispiel nachhaltige Entwicklung. Das heißt, in all den Bereichen, die uns politisch besonders interessieren, sind die strengen Bedingungen für wissenschaftliche Prognose gar nicht mehr gegeben. Dann geht man also, wenn man das nicht mehr kann, von der wissenschaftlichen Prognose zur Expertenbefragung über. Und das handelt sich dann meist um Auswertungen von Meinungen, die von Experten geäußert werden. Bestenfalls. Schlimmstenfalls ist das eine Mischung aus Kaffeesatzlesen und Machtausübung. Die ausdrückliche Nennung der Annahmen über Rahmenbedingungen fehlt ebenso oft wie die nachvollziehbare Ableitung der Gesetzmäßigkeiten. Sachlichkeit wird oft mit Interessenwahrnehmung und Machtausübung vermischt und dieser fragwürdige Vorgang wird erfolgreich hinter dem Sachlichkeitsschleier erdrückend reichlichen Zahlenmaterials von Dutzenden von Seiten versteckt. Sie haben also auch da einen Übergang, dass sich etwas mit dem Heiligenschein der Prognose schmückt, was aber inzwischen in eine Grauzone geraten ist. Noch einmal, einfache Systeme, kurzfristige Fragestellungen und gut begrenzbare Versuchsbedingungen erlauben eine Quantifizierung nach mathematisch-statistischen Schätzmethoden. Um es krass auszudrücken, Wissenschaft ist gut für den Umgang mit der Zuverlässigkeit des Langweiligen. Und mehr kann sie strikt genommen auch gar nicht tun. Jetzt komme ich zu einer weiteren Schwierigkeit in unserem Zusammenhang, nämlich das, was ich kritische Innovationsgeschwindigkeit und das Überschreiten der kritischen Innovationsgeschwindigkeit genannt habe.
Ich will Ihnen das an dem Beispiel Waschmittel versuchen, mal ein Beispiel durchzuspielen. Also eine Firma macht ein Waschmittel mit vielleicht einem Weichmacher, weiß nicht was, ja sagen wir mal Aufheller. Nach 15 Jahren zeigt sich, dass der sich in den Flussschlemmen so angereichert hat, dass es wirklich massive Schäden macht. Und bei Hochwasser dann in die Gärten, dann darf man das Obst und Gemüse nicht mehr essen, also Katastrophe. Dann sagt man der Firma, dein Waschmittel hat diese Schäden verursacht. Du musst die Zusammensetzung des Waschmittels verändern. Völlig klar. Dann sagt die Firma, wir sind jetzt schon bei der Entwicklung der Urenkelgeneration des Aufhellers. Also das haben wir schon längst nicht mehr. Die Tochtergeneration ist auch schon überfällig. Die Enkelgeneration sind wir gerade dabei, durch die Urenkelgeneration abzulösen. Dann sagt man, ja, also, aber woher wissen Sie, dass die Enkelgeneration und die Urenkelgeneration keine Schäden machen in den Flussschlemmen? Ja, das kann man nicht wissen. Das heißt, die Innovation läuft der Rückmeldung aus der Umwelt davon und wird in der Richtung völlig beliebig. Es findet kein Lernen mehr statt. Das beschreibt man in der Wissenschaft durch Prozesse mit der Führung durch den schnellsten Prozess. Und auch da kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Es hat ein Forscher in Göttingen untersucht, das Schwarmverhalten bei Fischen. Und wie das so bei Forschern ist, manchmal kommen die auf traurige Ideen. Also der hat bestimmte Gehirnteile eines Fischs amputiert und dann den Fisch zurück zum Schwarm gesetzt, um zu wissen, ob er dem Schwarm noch folgen kann. Das war schon vielleicht traurig genug. Dann passierte aber ein zweites sehr trauriges Ergebnis, nämlich der Fisch, der Schwamm, ohne sich an dem Aquarium oder dem Schwarm zu orientieren, irgendwo wild herum. Der ganze Schwarm folgte aber seinen Bewegungen, weil er schneller war als die anderen. Durch die Orientierungslosigkeit, durch die Diskurslosigkeit war er schneller und dann kam ein total in freier Wildbahn tödliches Verhalten des Gesamtschwarms zustande. Das heißt, die Führung durch den schnellsten Prozess ist nicht unbedingt die beste Idee. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, das heißt Hypothetizität. Es hat mich eine ganze Zeit lang, war es eine Herausforderung, das mühelos aussprechen zu können. Hypothetizität. Sie werden gleich sehen, was es ist. Das ist ein Begriff, auf Englisch Hypotheticality, den Wolf Häfele, der Vater des schnellen Brüters, also der Einstieg, des versuchten Einstiegs in die Plutoniumwirtschaft in Deutschland, entwickelt hat. Der hat nämlich das, was er macht, sehr, sehr wahrhaftig beschrieben. Der sagte, wir verlassen den klassischen Bereich von Versuch und Irrtum mit der Atomenergie, Plutoniumwirtschaft insbesondere, und begeben uns in Abenteuer von der Größenordnung der Geschichte der Menschheit. Nur da kam dann der Dissens. Ich fand dieses Abenteuer der Geschichte der Menschheit, wenn man die Menschheit nicht gefragt hat, darf man das nicht in ihrem Namen eingehen. Er fand es sehr wohl. Und die Menschheit wird nicht gefragt bei hypothetischen Technologien. Und wir haben eine ganze Reihe von Technologien, die in diese Gegend der Hypothetizität gehören. Atomenergie, Gentechnikfreisetzung, Biofuels, wenn die Agrarstreibstoffe vom Landbedarf, von der Monokultur, vom Wasserbedarf und vom Landgrabbing und nicht rückholbare Effekte haben. Und das haben sie gerade weltweit. Also
mir stehen immer die Haare zu Berge, wenn ich die neuesten Berichte von Freunden aus Äthiopien höre, wo die äthiopische Regierung gerade Landstriche von der Größenordnung unserer Bundesländer nach Saudi-Arabien, nach Brasilien verhökern. Die Bevölkerung wird vertrieben. Das Versprechen besserer Ausbildung und von Arbeitsplätzen, ich bitte Sie, die paar Traktorfahrer, das bringt es nicht für die ganze Bevölkerung von Landstrichen. Die Männer gehen dann in die nächstgelegene Stadt oder nach Addis Abeba. Die Frauen, die Kinder und die Alten bleiben am Straßenrand zurück, denn die müssen ja auch ihre Dörfer verlassen. Und die Männer kommen vielleicht noch 2 Jahre, bringen sie etwas mit, vielleicht um Teff zu kaufen. Wenn es billiger sein soll, nur Weizen, dann gibt es massive Proteinmangelernährung. Und nach 2 bis 3 Jahren haben sie meistens eine neue Familie in der Stadt. Also fürchterlich, nicht rückholbar. Also es muss gar nicht in dem modernen Sinne eine Großtechnologie sein. Aber diese Großausbreitung hat durchaus auch den Charakter. Dann haben wir Ozeandüngung und andere Methoden von Geoengineering, die synthetische Biologie und in gewisser Weise auch Fracking, insofern als es die Wasservorräte ruiniert. Jetzt gibt es Leute, die wie Häfele sagen, dieses Abenteuer kann ich verantworten. Ich nenne das, und er ist ein netter Mann, er ist bereit, Verantwortung zu tragen. Aber ich nenne das das Atlas-Syndrom, wieder griechisch, der Riese Atlas, der die Erde auf seinen Schultern trug. Jetzt denken Sie sich aber einen Wolf Häfele vor, der das behauptet. Der kann das nur behaupten, indem er eine Kerze macht, die Hände auf den Boden drückt, die Beine in die Luft stellt und dann sagt, ich trage die Erde. Wenn er das machen müsste, würde man lachen und das Problem hätte sich gelöst. Leider glauben an diese Allverantwortung sehr viele und sagen nur, Wissenschaft soll Verantwortung übernehmen. Sie reden nicht darüber, was ist eine angemessene, eine gut geteilte Verantwortung. Das wäre dann die demokratische Frage. Also hüten Sie sich vor Leuten mit dem Atlas-Syndrom oder laden Sie sie ein, sich wieder hinzustellen und mit anderen zusammen was zu tun. Ein weiteres Argument ist dann, oh, wir vermehren ja nur die Optionen, die Wahlmöglichkeiten, die Wahlfreiheit. Klingt sehr sympathisch, überzeugend, damit gewinnen Sie auch viele Diskussionen. Wenn es nicht so etwas gäbe wie Killeroptionen. Das heißt, Sie können, wenn Sie ein Waldstück haben, gibt es ein paar Spazierwege und die Wildschweine, wie sie durchgehen und die Rehe und die Mäuschen, die ihre kleinen Pfade haben und die Eichhörnchen, die meistens doch sehr präzise Pfade springen von Baum zu Baum. Unglaublich viele Optionen und Pfade. Bauen Sie eine 8-spurige Autobahn durch, dann sind die anderen Pfade weg. Und insofern muss man diese, wir machen ja nur eine zusätzliche Option. Wir wollen ja die Wahlfreiheit für Bauern erhöhen. Muss man daraufhin untersuchen, ob diese zusätzliche Option eine Killeroption ist. Das heißt, die anderen Optionen verschließt. Und dann gibt es natürlich noch eine Unannehmlichkeit, dass Leute mit technologischem, wissenschaftlich-technologischem Spezialwissen in die Experten, als Experten berufen werden. Klar, wer denn sonst? Also ich meine, sodass es eine Systematik gibt, warum derjenige, der ein besonderes Interesse an Gärten hat und ein Spezialwissen an Gärten, warum der für den Garten zuständig wird. So wird der Bock zum Gärtner gemacht. Denn Böcke haben Spezialwissen und Spezialinteressen.
an Gärten. So ist zum Beispiel kürzlich in der EU wird gerade eine EU-Richtlinie entworfen, die zu ABS, das ist kein Bremssystem, sondern heißt Access and Benefit Sharing, das heißt Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechte Verteilung der Vorteile, die daraus erwachsen. Das ist, um es kurz zu sagen, ein Antibiopiraterieabkommen, was in Nagoya beschlossen wurde und was die EU ratifizieren will. Zum Entwerfen dieses Texts haben sie dann die wichtigen Stakeholder eingeladen, sprich Wissenschaft und Wirtschaft. So, als hätten europäische Bürger kein Interesse daran, nicht als Hehler von Biopiraten benutzt zu werden und nicht den 20. Eurocent zahlen zu wollen für die Gesichtscreme, die durch die Nutzung von genetischem Wissen und genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen von woanders in der Welt entsteht. Das heißt, der Bock wird systematisch zum Gärtner gemacht. Und dann verstärkt sich etwas, was es sowieso gesellschaftlich gibt, nämlich Asymmetrien. Es gab den Nobelpreis für Wirtschaft, weil jemand endlich beschrieben hat, dass es Informations- und Machtasymmetrien gibt zwischen den Anbietern in der Wirtschaft und den Verbrauchern. Ja, erstaunlich. Aber es gibt natürlich in fast unseren ganzen Zusammenhängen gibt es immer diese Informations- und Machtasymmetrien, Geldasymmetrien, Zugang zur Gerichtsbarkeit Asymmetrien. Also gerade bei diesen ABS-Verhandlungen hat mir ein Mitglied der US-Delegation gesagt, wie können Sie, Frau von Weizsäcker, ein ABS-Abkommen haben wollen, wo dann unter Umständen irgendwelche indigenen Völker, die traditionelle Heilmittel haben und das Wissen darüber, die werden dann gegen US-Konzerne klagen. Und Sie wissen doch genau, die können sich nur schlechte Anwälte kaufen, die werden immer auf die Nase fallen. Wie können Sie die so schädigen, dass Sie wollen, dass es da einen Rechtstitel gibt? Ja, also das sind Asymmetrien, die schon so internalisiert sind, dass man selbstverständlich davon ausgeht, dass der mit viel Geld auch den Prozess gewinnt. Und nicht nur an der Stelle kommt es auf Geld an, es gibt auch, ich meine, Sie alle kennen Public Relations, Reklame. Also wenn man bestimmte Produkte zu sich nimmt, dann bleibt man ewig jung und gesund und sexy und erfolgreich. Ich habe die meisten von diesen Produkten offensichtlich nicht zu mir genommen. Ich bin nicht ewig jung geblieben. Das ist aber nicht das eigentlich Gefährliche. Das überblättern wir inzwischen. Es gibt Firmen, die haben sich auf Public Perception Management, das die Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung spezialisiert. Die größte davon, der größte internationale Konzern heißt Burson Mars Teller. Den lohnt es sich nachzugucken. Burson-Marsteller. Die machen Public Perception Management, was eigentlich ein Begriff ist, der aus der Militärsprache kommt. Und Burson Mars Teller hat also gearbeitet für Union Carbide in Bhopal, für ESSO bei Exxon Valdez, für die argentinische Militärregierung, für die US Air Force im Irak, für Monsanto in Großbritannien. Und in Großbritannien haben wir deren Strategiepapier für in Großbritannien war die öffentliche Meinung am günstigsten pro Gentechnik in ganz Europa. Dann wollte Monsanto sehr viel Geld investieren, also mehrere Millionen Dollar, um die über die 50% zu lüpfen. Was einfach eine öffentlich eine sehr wirksame Sache gewesen wäre.
Und auf geheimnisvolle Art und Weise bekomme ich dann manchmal interne Papiere und habe dieses Strategiepapier gelesen. Erstens mal standen da sowas von den zynischsten Sätzen drin, die ich überhaupt kenne. Da stand, you have to avoid at all costs the two killing fields of the debate. Sie müssen um jeden Preis die zwei Killing Fields der Debatte vermeiden. Und dann dachte ich, was ist das? Zwei Bullet Points. The environment, die Umwelt, human health. Da verlieren wir. Was wir machen müssen, ist netten Journalisten kostenlos zur Verfügung stellen, Geschichten mit dem Human Touch. Man muss ja heute medial immer den Human Touch bringen, wie mein Vater, der Bauer, mit das im März das Häuslein einspannt und Gentechnik Mais sät. Und jetzt wussten wir das aber. Und die Methode, die zweite Methode, die systematisch angewendet wird, und das fand ich erhellend, ist nicht zu sagen, das ist das Beste, da wirst du ewig leben und immer gesund bleiben und überhaupt, sondern Konfusion und Resignation. Also so viel widersprüchliche Nachrichten in die Medien bringen, dass am Schluss jeder sagt, keiner weiß es eh, machen wir irgendwas. Und dann ist eine politische Bewegung kaputt. Und die Tatsache, dass das Umweltbewusstsein der Leute immer relativ gute Noten bekommt, ihr Willen, etwas zu tun, meistens sehr viel schlechtere Noten bekommt, ist nicht nur naturwüchsig, sondern hat auch mit der Erzeugung von Konfusion und folgender Resignation zu tun. Das heißt, die Herausbildung eines politischen Willens in einem Gebiet, von dem man sagt, überlassen Sie es den Experten und es ist komplex, und es gibt viele verschiedene Meinungen dazu, ist dann tot. Denn Prognoseerfolg, wenn man das nun mal wirklich maximieren will, hat einen hohen Preis. Der Verplante muss alle Handlungen unterlassen, die vom Planer nicht vorgesehen wurden. Was für Handschellen für die Bürger. Fehlschläge werden der Dummheit, Unbotmäßigkeit, ja Kriminalität der Verplanten und nicht den gefängnisengen, fantasielosen und auf ängstlichen und gnadenlosen Menschenbildern basierenden Plänen der Planer. Das wird denen nicht angelastet. Und ich meine, wenn ich weiß, dass ein Kernkraftwerk beinahe in die Luft gegangen ist, weil ein Mensch, der eine Sicherung austauschen sollte, seine Taschenlampe vergessen hat, stattdessen mit seinem Feuerzeug geguckt hat und es beinahe einen GAU gab, dann kann man nicht sagen, der Mann hat den GAU ausgelöst, sondern das ist eine ganz andere Dimension. Also dann, es wird dann der schwarze Peter immer den dummen und unbotmäßigen Bürgern, die erst nichts zu sagen haben und dann noch das Stillverderben, indem sie zu viele Solaranlagen brauchen und das Netz fluten und ich weiß nicht was. Also da kommen wir in ein großes Problem und da hilft nur ein Selbstbewusstsein zu sagen, Mensch und Natur dürfen nicht vereinfacht und homogenisiert werden, nur um den Berechnungen und Prognosen der Planer besser zu dienen. Das ist einfach genau das Selbstbewusstsein, was Sie in anderen Kontexten haben. Das brauchen wir dringend im Technologiediskurs. Entscheidungen über Technologiepfade und Forschungsförderungen im Vorfeld angesichts einer offenen, dynamischen und komplexen Zukunft erfordern politische Bearbeitung. Wie wollen wir leben? Die expertokratische Aushebelung von Politik darf so nicht weitergehen. Wir haben in gewisser Weise eine Herrschaft durch die Medien und eine Herrschaft durch die Experten, die an vielen Stellen und nicht zuletzt als drittes Bein dann natürlich die Investoren, das globale Casino,
die die Demokratie wirklich seriös gefährden. Zugegeben, Demokratie ist langsam, doch was lange währt, wird endlich gut. Und ich will Ihnen jetzt noch, muss mal gucken, habe ich noch ein bisschen Zeit? Gut, dann kann ich nämlich jetzt noch ein paar, nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch Stellen, wo man Hebel ansetzen kann, nennen. Und das eine ist das Vorsorgeprinzip. Wir haben international verankert, auch in der europäischen, noch nicht Verfassung, das Vorsorgeprinzip in Europa ist ein hohes Schutzmaß für Umwelt und Gesundheit vorgeschrieben. Also keine Cost-Benefit-Analyse, Nutzen-Schaden-Analyse, wo man dann immer sagt, naja, also häufig haben dann die einen die Benefits und die anderen die Costs. Sondern ein hohes Schutzniveau. Und das ist diametral unterschieden von dem Konzept, was es in den USA gibt und von dort auch bei der Welthandelsorganisation. Dort herrscht das Sound Science Principle. Man könnte sagen, okay, das ist ja gut, wenn man die bestverfügbare Wissenschaft benutzt. Das ist das aber nicht, sondern Sound Science Principle heißt, der Staat darf nur handeln, wenn die ganze Kausalkette von Ursache bis Wirkung völlig wissenschaftlich aufgeklärt ist und darüber Konsens entsteht. Er darf also nicht auf Hinweise auf ernsthafte oder nicht umkehrbare Schädigungen handeln und sagen, nö, stopp, wir gucken erstmal genauer nach, sondern er darf nicht handeln, bis das, was 15 Jahre dauert, wenn wir Glück haben, und Sie wissen selber im Klimadiskurs, indem man zwei Institute weltweit kauft, eines in den USA, eines in Russland, kann man den wissenschaftlichen Konsens darüber, ob es eine Greenhouse-Gas-Veränderung gibt, nicht zustande kommen lassen, dann dürfen die Staaten nicht handeln. Und dieses muss man in aller Schärfe verstehen, um auch zu verstehen, warum dieses komische Rio plus 20, diese Verhandlungen, die zwei Lebensjahre gekostet haben, ein irrsinniger Erfolg waren und nicht etwa ein Misserfolg, denn bei internationalen Verhandlungen wird, wenn ein Prinzip oder ein Teil der alten Beschlüsse nicht bekräftigt wird, fallen die unter den Tisch. Der Plan der USA und Kanadas, natürlich der WTO sehr gefallen, war, dass es nur 5 Seiten Beschluss gibt, ganz fluffig, freundlich, allgemein verständlich, und danach eine möglichst lange Liste von freiwilligen Selbstverpflichtungen der Industrie. Und die Industrie bietet immer selbst freiwillige Selbstverpflichtungen an, wenn man in die Nähe dessen kommt, dass man eine rechtliche Regelung haben könnte. Die Schwachen brauchen Rechtsschutz. Die Reichen können sich ihre Auswege auf dem Weltmarkt kaufen. Und so einfach ist das. Insofern brauchen die Schwachen auch das Vorsorgeprinzip. Die Reichen können in eine andere Weltgegend gehen, in eine ihrer anderen Villen. Und dann, und was dieser Investorenschutz dann bedeutet, da gab es ein Frühwarnsignal aus Kanada, was ja mit den USA und Mexiko eine Freihandelszone hat, NAFTA, wo die kanadische Experten der kanadischen Regierung festgestellt haben, dass bei einem Benzinzusatzstoff, dass der krebsauslösend und missbildungsauslösend war. Ganz naiv sagten sie, also dann darf die Firma EFIL das nicht mehr produzieren. Dann sagte die Firma EFIL, ja, ja, okay. Aber dann bezahlt uns bitte jährlich den Gewinn, den wir erwartet haben, für die ganzen Jahre, wo wir dieses Produkt auf dem Markt haben wollten. Dann hat die kanadische Regierung gesagt, können wir nicht, und hat es wieder zugelassen. Und was ganz Ähnliches, und jetzt haben wir das Vorsorgeprinzip gilt bei der WTO als nicht tarifäres Handelshindernis.
Handelshindernis, die Kardinalsünde der modernen Welt. Man muss die ganze Kommission hören oder die Frau Merkel. Handelshindernis, um Gottes Willen, mache ich nie. Ich habe mir mal einen Button gemacht, so aus einem Querschnitt von einem Baum. Da stand drauf, I'm a trade barrier. Ich bin ein Handelshindernis. Jetzt haben wir aber ganz akut eine neue Aufgabe, nämlich die Kommission, die sowieso nur den transatlantischen Wettbewerb im Sinn hat. Das ist bei denen ganz, ganz präsent. Die will die Transatlantic Trade and Investment Partnership machen. Jetzt fangen die Verhandlungen an. Im Moment nur aufgehalten dadurch, dass die Franzosen gegen eine Hollywoodisierung der französischen Kultur sind. Nicht aber wegen des Vorsorgeprinzips oder der ganzen anderen nicht-tarifären Hindernisse. Das heißt, wenn wir das kriegen würden, hätten wir hier in Europa Gentechnik, hätten sämtliche blöden amerikanischen Filme noch viel mehr und hätten Fracking. Und wir müssten alle Dienstleistungen, und da haben Sie diese Wasser etc., müssten alle Dienstleistungen auf dem Markt ausgeschrieben werden. In Lateinamerika hat man das schon, dass zum Beispiel Hilfsorganisationen, Miseria, Brot für die Welt aus Europa, wenn sie eine Hochschule dort gründen wollen, müssen in Konkurrenz sein mit Privatunternehmen aus den USA und man muss denjenigen nehmen, der billiger ist, und die kommen gar nicht in Frage, weil sie ja staatliche Zuschüsse bekommen. Das heißt, die sind aus dem Wettbewerb raus. Das heißt, die können nicht mal mehr arbeiten. Das heißt, man muss unglaublich aufpassen, und dieses Transatlantic Trade and Investment Partnership ist richtig ein Thema, an dem man sich abarbeiten muss. Denn wenn wir das bekommen, dann ist das Vorsorgeprinzip weg, das Verursacherprinzip in gewisser Weise auch. Sie wissen, das Opfer zahlt immer, man braucht einen Rechtsrahmen, der den Verursacher dazu zwingt, Haftung zu übernehmen. Und jetzt komme ich noch zum Subsidiaritätsprinzip. Das steht auch. Vorsorgeprinzip, Verursacherprinzip stehen beide in den Rio-Abkommen. Subsidiaritätsprinzip auch. Löse deine politischen Probleme möglichst auf der niedrigen Ebene und geh auf die höhere Ebene mit den Dingen, die nur dort zu lösen sind. Und nicht maximiere die Welthandelsebene und guck dann, dass es irgendwie in die Dörfer runter tropfelt. Dann gibt es das Prinzip 10, das ist Ihr Prinzip. Prinzip 10 heißt rechtzeitige Information der Öffentlichkeit, wirksame Partizipation und bezahlbarer Zugang zur Gerichtsbarkeit in Westeuropa, Osteuropa und Zentralasien in der Aarhus-Konvention umgesetzt und in Deutschland in einem so schwachen Abklatsch von Durchsetzungsgesetzgebung verwirklicht, dass, wenn man die Aarhus-Konvention liest und das deutsche Umweltinformationsgesetz, dann denkt man, es kann doch nicht das Gleiche sein. Da streitet man sich noch um Verbandsklagerecht. Die Aarhus-Konvention sagt, jeder, der in dem Land wohnt, kann das Land beklagen, wenn die nicht ihren eigenen Vorgaben entsprechen. Und sogar in Ländern, die nicht für ihre Demokratie berühmt sind, wie Kasachstan, gewinnen NGOs gegen die eigene Regierung, wenn sie die Aarhus-Konvention und ihren Compliance-Mechanismus anrufen. Tun die Westeuropäer nicht, weil sie denken, wir haben das alles. Das heißt, sie haben eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung in der Ukraine, in Kasachstan, gelten Usbekistan, gilt die Aarhus-Konvention quasi so wie ein Anfang der Französischen Revolution. Und die
Westeuropäer erlauben sich zu haben, wir haben das doch alles. Wir sind sowieso sehr verwöhnt in Bezug auf unseren Rechtsschutz und die Rechtsdurchsetzung, sodass wir häufig gar nicht verstehen, was sonst wo los ist. Also wenn ich weiß, wie viele meiner Freunde umgekommen sind, wie viele im Gefängnis sitzen, wie viele verschwunden sind, und dann verstehe ich ganz anders deren Wunsch, dass wir sie bei der Rechtsetzung unterstützen. Und als letztes Volksabstimmung im Zusammenhang mit Technologie. In Österreich ging das Atomkraftwerk Zwentendorf nie ans Netz, und das hat gehalten wegen einer Volksinitiative. In der Schweiz und in Österreich gab es Abstimmungen und Initiativen, kein Gentechnikanbau, und das geht quer durch die Legislaturperioden durch, ist relativ politisch stabil und wird nicht jedes Mal, wenn man eine neue Regierungskonstellation hat, wieder total aufgeweicht. Das heißt, auch in dem Zusammenhang einer stabilen Politik sind Volksabstimmungen im Technologiebereich wichtig. Und man fragt sich natürlich, ich zumindest tue das, wie wäre es, wenn der Atomausstieg per Volksabstimmung und nicht von Merkels Gnaden wäre? Wie würde Energiewende dann diskutiert und getragen, und wo stünden wir jetzt? Was für eine andere Debatte hätten wir? Es gibt viel zu tun.